Ist jemand zu Hause? Hier ist Oma Olivia. Oh nein. Wo seid ihr denn? Warum möchte mich denn keiner begrüßen? Ach, sieh mal einer an. Meine undankbare Tochter Danja. Hey Leute, was geht? Mama Danja hier bei Spiel mit mir zum Gerd. Leute, heute ist etwas Schönes passiert. Baby Karten ist zum Spielen raus. Mit Baby René und mit Baby Claudio. Und das heißt, dass ich einen Tag für mich habe. Für mich. Ja, ich freue mich schon, dass Baby Kahn da ist und so, aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn man einen Tag für sich hat und einfach ein bisschen Spa-Day machen kann und dann kann ich heute ein bisschen was mit Fiona unternehmen. Oh, ich freue mich so richtig darauf. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, ist mich unten in den Whirlpool reinzuwerfen und danach werde ich mal ich in ein paar Klamotten, die ich schon lange nicht Hallo. Mehr ausprobiert habe. Ist mir wundervoll. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Was? Hallo. Hier ist Oma Olivia! Oh nein! Wo seid ihr denn? Warum möchte mich denn keiner begrüßen? Ach, sieh mal einer an! Meine undankbare Tochter Danja! Hi! Hallöchen! Hallo Mama! Na, wo ist mein Lieblingsenkel? Wo ist er? Zeig ihn mir! Ich möchte Baby Kahn sehen! Baby Kahn! Oma ist da! Und ich habe ein tolles Geschenk für dich! Warum? Wo bist du? Ma. Danja! Ja. Wo ist mein Enkel? Er ist mit seinen Freunden zum Spielen unterwegs. Was, wie bitte? Was schafft mir denn die Ehre, dass du mich heute hier besuchst? Ach, du freust dich also gar nicht, dass ich da bin und... Ich freue mich sehr. Das soll dein Haus sein? Das ist dein Haus? Das ist ja klein. Also, du hättest damals den Typen heiraten sollen, den ich dir vorgestellt habe. Dann wärst du in einem viel größeren Haus, sage ich dir. Aber kein Wunder. Was hast du denn in deinem Leben erreicht? Schau dir Tanja an und schau dir Jan an. Und dann habe ich noch meine undankbare Tochter Danja. Dankeschön. Es ist mir auch immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Das Haus reicht dicke aus. Wir sind eh nur zu zweit. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber gut, du hast dich natürlich mit dem Schlechtesten immer zufrieden gegeben. Und ach, wie ist es denn hier? Wo ist jetzt Baby Kahn? Wo ist sein Zimmer? Ich möchte ihm sein Geschenk geben. Er ist zum Spielen draußen, Mutter. Was, du kannst ihm sein Geschenk ins Zimmer legen. Ja, dann ruf ihn. Nein, das werde ich nicht, wenn er einen Tag mit seinen Freunden verbringen will. Soll er das machen? Leg das Geschenk in sein Zimmer. Aber seine Oma ist da. Ja, leg das Geschenk in sein Zimmer und ich sag ihm dann, dass du da warst. Ja, natürlich, natürlich. Damit du erzählen kannst, dass du das Geschenk dahin gepackt hast. Schreib doch deinen Namen drauf. Du bist genau wie dein Vater. Dann schreib doch einfach deinen Namen drauf. Och, mein Gott, wie hässlich ist denn dieses Zimmer bitte? Konntest du dem Jungen nicht was Vernünftiges einrichten? Wie sieht's denn hier aus? Also, ich bitte dich, so habe ich dich nicht erzogen. Wer hat dich denn sonst erzogen? Was hättest du dir denn vorgestellt? Also, stell doch Nein. Hätte ich dieses Zimmer eingerichtet, dann wäre es schön Gold. Stell doch bitte einfach das Geschenk hier rein und dann... Nein, das werde ich nicht. Das werde ich nicht. Ach. Kann ich dir sonst... Möchtest du was trinken? Manchmal denke ich mir wirklich, ob du wirklich meine Tochter bist, aber... Ja, das frage ich mich auch manchmal. Möchtest du was trinken? Ja, also... ja, bitte. Ich würde gern, einen Kaffee haben. Geht auch Tee? Nein, es geht kein Tee. Ich möchte einen Kaffee. Los jetzt, hol ihn mir. Ich bin jetzt hier am Pool und auch ist das ein winziger Pool. Was ist das denn bitte? Und hast du hier ein Restaurant? Oh mein Gott, du gehst arbeiten? Das war wieder sowas von klar. Du hättest Ärztin werden können oder Anwältin wie dein Bruder, aber nein. Du gibst dich wieder mit gar nichts zufrieden, oder? Hier ist erstmal dein Kaffee. Für dich habe ich jetzt extra eine Kaffeemaschine. Los, beeil dich! Ja, entspann dich. Ich hoffe, er schmeckt nicht so scheußlich wie vor Jahren. Es schmeckt nach Liebe, Mutter. Ach, Danja, es schmeckt dieses nach Liebe. Haus, das ist ja sowas von klein. Ja, ich... Was ist das denn? Ich will das nicht! Willst du Tee? Nein, ich möchte gar nichts mehr von dir. Donut, also bitte. Pizza. Oh, ich dachte, ich komme hier hin und besuche meinen Lieblingsenkel. Und dann komme ich nach Hause und nur meine Tochter ist vorzufinden. Also geht es schlimmer? Geht es wirklich schlimmer? Oh mein Gott, also was habe ich nur gemacht? Und
Gut, ich versuche mich zu beruhigen, weil ich bin eine gute Mutter und eine gute Oma. So, möchtest du mir nicht vielleicht deine Stadt zeigen? Weil ich habe gehört, du bist Bürgermeisterin. Also, was ist das denn bitte für ein Job? Das ist mein Job. Ich bin hier Bürgermeisterin und ich verwalte eigentlich die ganze Stadt. Und ich glaube, es sind doch alle ziemlich zufrieden mit mir. Also kannst du auch mal stolz auf mich sein, oder? Ja, natürlich. Erzähl dir das. Lüg dich ruhig an. Lüg dich ruhig weiter an. Alle sind zufrieden mit dir. Schau dir doch mal diese Stadt an. So viel Müll hier auf der Straße. Nicht meine Mutter, nicht meine Mutter. Ist das... Also, ich sage dir, in Brookhaven ist es viel, viel schöner. Ich habe dir gesagt, du sollst da hinziehen, aber nein, du möchtest ja hier in Adopt Me City bleiben. Ja, ich glaube dir, dass ich weiß, dass es ganz wundervoll ist in Brookhaven für dich, aber nicht für mich. Also, Danja, ich sag dir, also, du kannst auch gerne bei mir einziehen mit meinem Enkel, mit Baby Khan. Tanja war letztens zu Besuch. Ja, das hat sie mir erzählt und sie ist jetzt nach Bloxburg gezogen und also zumindest sie kriegt es hin, ein vernünftiges Leben zu führen und nicht so wie du hier in Adopt Me City den ganzen Tag nur chillen und Spaß haben. Ja, genau. Ja. So, und was ist das jetzt hier? Also das ist die Adoptionsinsel. Hier ist... Eine was? Hier ist der Tee- und Coffeeshop und hier drüben gibt's Eis. Willst du mal ein Eis kostenlos in Adopt Me City? Wir machen hier das... Nein, danke! Ich hab schon Zahnschmerzen. Weißt du, ich hab ein neues Gebiss und das war auch ziemlich teuer, muss ich sagen, aber das kannst du dir natürlich nicht leisten. Ja, so, und was gibt es hier noch? Hier gibt's Pizza. Wir haben eine eigene Pizzeria hier in Adopt Me City. Die ist richtig gut. Oh. Willst du da mal reinschauen? Toll, super. Als hättest du zu Hause nicht eine kleine Pizzeria. Also, jetzt machst du deinen eigenen Leuten schon Konkurrenz. Super. Also, schau mal. Tolle Bürgermeisterin. Was ist das jetzt hier? Gibt's hier auch ein Ferrari oder ein Lamborghini? Naja, die schnellsten Autos, die man kaufen kann. Ach, was ist das denn bitte? Also, hier würde ich ein Auto nicht kaufen und dein Vater bestimmt auch nicht. Wobei, doch, dein Vater würde das ganz bestimmt machen. Aber der will ja immer das Billigste haben, so wie du. Okay. Hier ist der Spielzeugladen und da geht Baby Khan nicht mehr so gerne rein. Aber er hat trotzdem ein Haus. Ja, weil du ihm wahrscheinlich nichts kaufst. Gar nichts. So, und wo ist dein Büro? Kannst du mir dein Büro mal zeigen? Ich habe kein Büro. Ach, sieh mal einer an. Du hast kein Büro. Wie immer. Weißt ich brauche kein kannst Büro. Kannst du deinen Job auch mal vernünftig machen? Also, ich arbeite einfach von zu Hause aus und nah bei meinen Mitbewohnern. So, und wo kann ich mich denn hier mit so Leuten treffen, die so drauf sind wie ich? Also, weißt du? Ich sag dir eins, Mutter. Du wirst niemals irgendwo Leute finden, die so drauf sind wie du. Also, weißt du, bei uns in Brookhaven gibt es ein Restaurant, wo man auch vergoldetes Essen essen kann. Wie sieht's denn hier aus? Gibt es sowas? Und was hast du da überhaupt für ein Haustier? Was ist das denn bitte? Das ist ein Drache. Ein Eisdrache. Ja, und der läuft einfach so frei rum. Guck mal, mein Hündchen ist in meiner Tasche. Und der will hier ganz bestimmt nicht raus. Siehst du, er ist zufrieden. Warum mein Eisdrache dich noch nicht eingefroren hat. Also, da hinten ist ein Campingplatz, aber... Ja, sehe ich so aus, als ob ich campen gehen möchte? Hä? Sehe ich so aus? Du willst wahrscheinlich eher glampen gehen. Schau dir mal meine Klamotten an, die sind von Chanel. Ja. Was auch und immer die gehen, Und die gehen ganz schnell kaputt. Kannst du jetzt mal ein bisschen Zahn zulegen, Mutter? Oder liegt das in deinem Schuh? Bisschen mehr Respekt. Guck mal. Bisschen mehr Respekt. Komm plötzlich zu mir ins Auto. Wir können doch mit dem Auto fahren. Das geht doch schneller und ist für dich... Wie soll ich denn in dieses Auto bitte passen? Einfach reinsetzen. So, ja, dann fahr doch mal. Schau mal, hier ist unser Lebensmittelladen. Da können wir Lebensmittel kaufen. Aber der Verkäufer ist nicht ganz so freundlich. Deshalb zeige ich dir den lieber nicht. Das könnte dir vielleicht gefallen. Hier ist eine... Also, guck mal, hier ist so eine heiße Quelle. Aha. Da kann man reingehen und sich aufwärmen und Spa-Days machen. Ja, aber das ist... Ja, tut mir leid, aber wo ist der VIP-Bereich? Das ist ja gar nicht abgesperrt. Ich zeig dir den VIP-Bereich. Da darf ich sogar rein. Ich weiß nicht, ob du da rein darfst, aber ich schon. Komm mit. Ja, wo denn? Komm mit. Also, ich dachte, ich komme hier hin, besuche meinen Enkel. Der ist natürlich nicht da, weil du keine gute Mutter bist. Ja. Und jetzt bringst du mich endlich mal dorthin, wo ich auch hin will, in den VIP-Bereich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob du auch in den VIP-Bereich kannst, Mutter. Du weißt ganz genau, dass ich dahin kann. Weißt du, da können nur richtige VIPs rein. So. Und dann müsstest du hier einmal durch diese Tür. Ja, natürlich, hier muss ich rein. So, warum? Nein, also, was ist das denn? Jetzt muss ich dafür extra Geld zahlen? Naja, hallo, ich bin VIP. Ich bin Oma Olivia. Also, so nicht. So nicht. Nein. Also was ist das denn bitte? Und du bist Bürgermeisterin dieser Stadt? Das kaufe ich dir nicht ab. Warum lügst du mich denn jetzt noch an? Bist du etwa nicht wichtig genug, um in den VIP-Bereich reinzukommen?
Also, ich sage dir jetzt mal was. Ich gebe dir eine letzte Chance, nach Brookhaven zu ziehen. Mit meinem Enkel. Nein. Danke. Aber gut, weißt du, was ich dir vorschlagen würde? Dann werde ich meinen Enkel abholen und du bleibst alleine hier. Du weißt doch gar nicht, Bibikan, wo bist du denn? Du wirst nicht. Hier ist Oma Olivia. Du wirst Bibikan nicht mit nach Brookhaven nehmen. Oh doch. Nein. Oh doch, ich werde ihn mitnehmen. Nein. Ich bin deine Mutter, das heißt, ich kann seine Oma sein und ich bestimme hier über alles. Wie kann es sein, dass du VIP bist und ich? Das geht doch gar nicht. Guck mal, wie du aussiehst. Das ist doch bestimmt nicht von Gucci oder Chanel. Nein, das ist doch nicht. Ich weiß auch nicht, ist was dieses von Gucci und was oder so. Chanel ist. Mutter, wie wär's denn, wenn du jetzt einfach wieder zurück nach Brookhaven fährst? Dort fühlst du dich doch eh viel wohler. Dir gefällt's dir doch gar nicht. Nein, das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Ich warte jetzt auf Baby Khan und werde ihn mitnehmen. Weißt du was? Ich rufe Baby Khan an und dann sage ich ihm, er soll nach Brookhaven kommen. Ja, das kannst du machen. Also, und dann kannst du in Brookhaven auf ihn warten. Ich fahre jetzt zurück nach Brookhaven. Ich erwarte von dir morgen früh, dass du ihn zu mir nach Brookhaven bringst, okay? Weil sonst... Ja. Sonst... Also, sonst, dann bist du nicht mehr meine Tochter, muss ich sagen. Aha. So, ich fahre jetzt zurück nach Brookhaven. Lass mich bloß in Ruhe. Mhm. Ich bin hier der größte VIP. Oma Olivia! Ich hätte mir absolut nichts, aber wirklich absolut nichts Schlimmeres vorstellen können als Besuch von meiner Mutter. Aber ich... Dein Baby kann mit morgen definitiv nicht nach Brookhaven fahren. Das wird definitiv nicht passieren. Also, wenn etwas nicht passiert, dann das. Oh Mann, ey. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und dann brauche ich wahrscheinlich eine ganze Spa-Woche, um mich davon zu... mich davon zu erholen, weil ihr habt es gesehen, meine Mutter ist ein bisschen schwierig. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich manchmal ein bisschen schwierig bin und warum Baby Khan manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber das war ja jetzt echt schon wieder der absolute Oberhammer. Ich bin nur froh, dass Baby Khan nicht da war, weil dann hätte er irgendwelche Sachen erzählt und dann wäre alles noch viel schlimmer geworden. Ich brauche jetzt erstmal ein heißes Bad. Leute, wenn ihr mehr von meiner Mutter sehen wollt, was ich absolut nicht hoffe, dann abonniert doch einfach diesen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal ohne Oma Olivia. Ciao!